Christiane, du hast 5 Minuten. Dankeschön. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist ein äußerst spannender Moment, um als Landesvorsitzende der Linken Hessen zu kandidieren. Es gilt jetzt, die Erfolgskurve stark nach oben zu richten. Gerade jetzt ist es die Zeit für diejenigen, die hart an der Sache bleiben und konsequent gerade auch für den Wiedereinzug der Linken in den Hessischen Landtag kämpfen. Lass uns dafür streiten, dass es im Hessischen Landtag weiterhin ein Widerpart gegen rechtsgerichtete Innenpolitik, dass es im Hessischen Landtag eine Interessenvertretung der vielen Menschen gibt, die trotz oder auch ohne Arbeit mit ihrem Einkommen nicht über die Runden kommen. Wir brauchen im Hessischen Landtag eine Interessensvertretung der gewerkschaftlichen und anderen politischen Bewegungen, der Bewegungen gegen den Klimawandel, soziale Gerechtigkeit, bezahlbaren Wohnraum, für Frauenrechte, Feminismus und für die Gleichstellung und für eine gerechte Welt. Es gibt sicher unterschiedliche Gründe, warum jeder und jede von euch in die Linke eingetreten ist. Das ist die Friedensfrage und die konsequente Absage an Rüstungsexporte. Für die anderen war das die Zärtlichkeit der Völker und die Stärke unserer Partei, die Konsequenzen für der Politik für Mensch und Natur auf der ganzen Welt zu erkennen. Wiederum gibt es viele, die den entschiedenen Fokus auf die Benachteiligung der Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen an der Linken am meisten schätzen und für eine Umverteilung des Reichtums von oben nach unten kämpfen. Wir wollten alle und wir wollen eine Gesellschaft ohne Diskriminierung, Gewalt und Rassismus, ohne Unterdrückung von Flinterpersonen und ohne Ausgrenzung von Minderheiten. Das alles wollen wir zuerst in unserer Partei erleben. Ich verstehe gut die Enttäuschung, nicht nur über mangelhafte Akzeptanz durch Wählerinnen, sondern auch Mitglieder, die sich nicht an getroffene Vereinbarungen halten, die über Egoismus, mangelnde Transparenz und abgehobene Vorstände, die nicht oder über Dinge, die nicht zu oder zu spät verfolgte Beschwerden zu Sexismus und sexuellen Übergriffen. Nein, so eine Partei möchte ich auch nicht. Ich will, dass wir offen und trotzdem sorgsam miteinander umgehen, dass wir uns gegenseitig respektieren und wertschätzen, dass wir um beste Lösungen ringen und dass wir dann, wenn wir die Lösungen gefunden haben, diese gemeinsam umsetzen, ohne dass sich in der Mehrheitsentscheidung Unterlegene zurückziehen oder nachtreten. Genau das ist einer sozialistischen Partei würdig. Und dass wir werden es schaffen, wir, das sind die vielen Mitstreiterinnen in der Partei, die das, zum Beispiel das kommunalpolitische Gesicht der Linken geben, die in Orts- und Kreisverbänden bei Aktionen, Veranstaltungen und als kontinuierliche Ansprechpartnerinnen fungieren, die in Betrieben und Gewerkschaften, in Bürgerinitiativen die Linke vertreten. Ihr seid diejenigen, die darüber bestimmen, wohin die Politik der Linken in diesem Land gehen soll. Und wir haben gute Voraussetzungen. Wir haben eine anerkannte Fraktion, die durchaus einige Erfolge im Landtag vorzuweisen hat und aus diesem Land nicht mehr wegzudenken ist. Wir haben einen Landesverband, der auch in Konflikten solidarische Lösungen sucht und sich nicht gegenseitig öffentlich beschuldigt. Wir haben eine gute Struktur von Kreis- und Ortsverbänden und genau die müssen von dem neuen Landesvorstand wie vom alten entschieden und kräftig unterstützt werden. Und gerade hier ist es notwendig, dass wir viel Energie da reinsetzen, auch viele Mitglieder in den nächsten Jahr auch mitzunehmen und für Aktionen zu gewinnen. Und wir sind aktiv bereits, ob zum Thema Armut, wo wir mit Glücksrad, Regelsatztorte und Danke an die Kasseler und Sozialfrühstücken durchaus auch Akzeptanz bei den Menschen gewinnen. Wir sind aktiv in unserer Kampagne für eine Mobilität, für einen guten öffentlichen Nahverkehr in allen Teilen des Landes, der tatsächlich bezahlbar ist.
Und lasst uns weiter aktiv sein, lasst uns viel aktiver noch werden. Jetzt gilt es, das Feuer der Solidarität im Land zu entfachen. Dazu brauchen wir jedes Mitglied, jeden Orts- und jeden Kreisverband, damit wir den Menschen zeigen können, dass wir diejenigen sind, die Partei ergreifen für eine gerechte und solidarische Gesellschaft. Hier und auf der ganzen Welt für die Bewahrung unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Ich bedanke mich. Applaus